Persephone, kannst du diese tote Pflanze wieder lebendig machen? Was für eine Frage. Na klar, gib mal her den armen Tropf. Oh, er sagt, er wurde sehr schlecht behandelt. Kann ich mir vorstellen. Der Pflanzerich stammt aus einem ziemlich vernachlässigten Garten. Muss bei den Schicksalsgöttinnen gewesen sein, richtig? Nur eine von ihnen kann sich für Gartenarbeit begeistern. Ich kann mir nur nie merken, welche. Wie auch immer, lass mich dem kleinen Kerlchen wieder Leben einhauchen. Es scheint nicht zu funktionieren. Warum nicht? Scheint, als wäre er schon zu lange tot. Tut mir leid, Prim. Da kann ich leider nichts tun. Ich schätze, du wirst wohl tot bleiben müssen, mein Blumenfreund. Hä? Was ist passiert? Ich glaube, ich habe die Blume gerettet. Er lebt wieder. Sehr beeindruckend. Wie hast du das gemacht? Ich habe keine Ahnung. Du steckst voller Überraschungen, Tochter des Todes. Ich frage mich, ob mir dieser Wälzer nochmal helfen kann. Hermes Harmonie. Beflügelt vom Geist des schnellfüßigen Götterboten, ist dieses Kraut ein himmlischer Helfer für die Blase und bringt göttliche Linderung, wenn es mal nicht so läuft. Ich bin mir sicher, dass es dadurch nur noch köstlicher wird. Wann leert dieser Hund endlich seine Blase? Was, wenn ich ihm dabei etwas unter die Pfoten greifen könnte? Oh, das wäre großartig. Bitte nicht! Wir wissen, was dieses Monster vorhat. Sebastian, lauf! Halte durch, Sebastian! Gleich ist es vorbei! Merkt ihr das für meinen Therapeuten, Hank? Das hier ist die Wurzel meines zukünftigen Traumas! Ziemlich beeindruckender Strahl. Der Feuerwehrschlauch der Natur. Ich weiß, dass du dahinter steckst, Persephone! Und ich werde es beweisen! Viel Glück dabei, Hank. Nein, nichts. Hier scheint es nichts zu enthüllen zu geben. Hier ist kein Geheimnis verborgen. Hank hatte recht. Persephone hat den Baum manipuliert, indem sie eine Katze hat dran pinkeln lassen. Der arme Hund markiert nur sein Revier. Na, was haben wir denn da? Oh.
Lass mich raten. Atropos war vor mir hier, richtig? Sie blinzelt niemals. Ist dir das aufgefallen? Es ist, als fände sie es lustig, uns mit einer Staubschicht auf der Netzhaut aufwachen zu lassen. Warte, mit wem rede ich gerade? Wenn du dieses Gestammel Reden nennst, dann redest du mit Kloto, der illustren Spinnerin des Schicksals. Ich bin verwirrt. Und ich bin es satt, immer die schlauste Person im Raum zu sein. Hübsche Katze. Der Name des Katers ist Lucifer. Kann ich ihn streicheln? Natürlich, wenn du gerne nass wirst. Leider. Hey, Kätzchen, Kätzchen. Ich hoffe, ich weiß, was ich hier tue. Odeur de chat. Das Katzenpipi wird die Flammen sicher nicht löschen. Aber ich besprühe sie trotzdem mal damit. Es mag etwas wahllos wirken, aber ich bin mir sicher, es hat einen tieferen Sinn. Hoffe ich zumindest. Wer ist ein braver Junge? Du bist ein braver Junge. Werden deine anderen Köpfe jetzt eifersüchtig? Tschüss, Person. Nicht schon. Siehste? Am Ende hatte alles seinen Sinn. Das war mein letztes Stück Maulwurffutter. Wie schade. Ich hätte es auch gerne mal probiert. Ich werde die Packung lieber mal los. Endlich. Ich hab das Phönix-Ei. Aber ich brauche eine Phönix-Feder. Was mache ich denn jetzt? Wie schaffe ich es, dass das Küken schlüpft? Ich frage mich, ob sie... Es ist schön, eine Mutter zu haben, oder? Aber wie lange dauert es, bis ein Phönixküken schlüpft? Okay, das ging schnell. Ich mache das wirklich nicht gerne, aber was muss, das muss. Hallo, Mutter Henne. Ich hoffe, es stört dich nicht, wenn ich dir kurz... Okay, es stört dich ganz offensichtlich. Was jetzt? Komm, Hühnchen, Hühnchen, Hühnchen. Das habe ich nie gesagt. Es klappt! Moment. Was? Na toll. Das passt perfekt zum Rest meines Tages. Hey, ein Déjà-vu? Okay, Prim. Sei jetzt kein feiges Hühnchen.
Nichts für ungut, meine gefiederte Freundin. Phönixküken, ich komme und rette dich. La 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 la. La la la. La 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 la. La la la. La 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 la. Was für eine schöne Stimme. Ist so weit weg. Sieh mal, was du da drüben finden kannst. Oh, du bist ja voller Läuse. Ich werde dich gründlich einschäumen, sobald wir zu Hause sind. Keine Widerrede. Interessanter Tag. Bitte was? Zuerst kommt dieses weiße Ding zu mir runtergefallen. Und jetzt, wie bemerkenswert, ein Eimer mit einem Gesicht. Hey, ich bin kein Eimer. Ich mach nur Spaß, du Blitzmerkerin. Es ist nur, weißt du, ich bin Besuch nicht gewohnt. Hast du da eben gesungen? Oh, das Gekrächze. Nein, es klang wirklich gut. Vielen Dank. Das bedeutet mir viel, besonders von einem... Eimer mit Gesicht? Wie unhöflich von mir. Ich bin Maddie. Ich bin Prim. Das ist ein hübscher Name. Oh, danke. Moment mal. Ich erkenne deine Stimme. Hast du nicht eben da oben 2 Minuten lang mit dir selbst geredet? Nein. Wer würde sowas tun? Ich bin mir ziemlich sicher, dass du das warst. Du lebst hier unten? Tu ich nicht. Ich meine, wer würde denn freiwillig in so einem Drecksloch wohnen? Ich stehe irgendwie unter Arrest. Willkommen im Club. Mein Thanatos hat mir auch gerade Zimmerarrest verpasst. Für einen ganzen Abend. Wie lange ist es bei dir? Lass mal überlegen. 30 Jahre? Vielleicht 35? Aber wer zählt schon mit, habe ich recht? Ja, wer zählt schon mit? Warte, wie alt bist du? Älter, als ich aussehe, das ist sicher. Die Zeit vergeht hier unten anders. Ich altere nicht mehr, seit ich hier bin. Was kannst du angestellt haben, um so eine harte Strafe zu verdienen? Ich war mal eine stolze Priesterin der Göttin Athene. Ist das die Frau auf dem Gemälde da drüben? Frau? Sie ist eine Göttin. Ist sie nicht anmutig? Aber ich fiel bei ihr in Ungnade und sie bestrafte mich. Seitdem versuche ich alles, damit sie mir vergibt. Ich habe sogar ihre Bestrafung akzeptiert. Sie als Geschenk angesehen. Aber das hat mich nur hierher gebracht. Das klingt ziemlich traurig. Weißt du, ich bin auch gegen meinen Willen hier. Wir sind beide missverstandene Geschöpfe, Prim. Mädchen wie wir müssen zusammenhalten. Dieses weiße Ding muss mein Phönixei gewesen sein. Weißt du, wo es ist? Es schien so, als wäre irgendetwas daraus geschlüpft. Geschlüpft? Das ist so cool! Aber wo ist das Küken jetzt? Ich könnte dir helfen, es zu finden. Niemand kennt sich hier unten besser aus als ich. Das würdest du tun? Super! Ich fürchte nur, ich kann nicht. Hast du gesehen, wie ich aussehe? Ich muss erst meine Morgenroutine beenden. Deine was? Meine Morgenroutine. Die hat doch jedes Mädchen. Natürlich.
Nichts zu Aufwendiges. Ich verwöhne mein Haar mit 5 kerzengeraden Bürstenstrichen. Wasche es, benutze Conditioner, trockne es, wieder 5-mal bürsten, ein wenig Spray hier, ein bisschen Tinktur da, das Ganze 3-mal von vorne und bevor du dich versiehst, bin ich auch schon bereit für den Tag. Ganz einfach. Ganz einfach. Dein Haar sieht übrigens toll aus. Ich kann es im Spiegel sehen. Wirklich? Ich meine, danke. Wie schaffst du es, dass es an den Seiten so schwungvoll ist? Ich wache morgens so auf. Beneidenswert. Also, warum beendest du deine Morgenroutine nicht einfach? Ich kann nicht. Meine Lieblingsbürste fehlt. Sie ist die einzige, die meine widerspenstigen Locken bändigen kann. Meine herzallerliebste Schwester hat sie genommen. Naja, dann finde ich deine Schwester einfach und bitte sie, sie dir zurückzugeben. Oh, das würdest du für mich machen? Klar, ich habe heute schon seltsamere Dinge für Fremde getan. Aber nein, es ist so gefährlich. Gefährlich? Warum? Naja, weißt du, meine Schwester ist vielleicht das Flussungeheuer. Deine Schwester ist... Das Flussungeheuer, ja. Gene, nicht wahr? Wer versteht die schon? Ich sag mir immer, sie kommt mehr nach unserer Mutter. Und sie würde die Bürste niemals rausrücken. Also ist es hoffnungslos? Nicht komplett, nein. Du siehst wie ein Mädchen aus, das den ein oder anderen Trick im Ärmel hat. Wirklich? Ich meine, wirklich? Wenn du meine Schwester findest, bin ich mir sicher, du kannst die Bürste irgendwie beschaffen. Aber du wirst diese Pfeife brauchen. Und wo ist diese Pfeife? Schau in deiner Tasche nach. Wie hast du... Auch ich habe ein paar Tricks auf Lager. Ich werde dich nicht enttäuschen, Maddie. Viel Glück, Eimermädchen! Ich muss jetzt los, Maddie. Bis ganz bald, Prim. Bitte beeil dich. Werde ich. Bei Athene, so ein interessanter Tag. Kann ich diese Sargballkarte da drüben haben? Schlage mich in einer Partie des Sargballkartenspiels und die Karte soll dein sein. Hast du denn schon 8 Karten beisammen? Die brauchst du für ein wettbewerbsfähiges Deck. Ja, habe ich. Willst du spielen? Ja. Ich nehme deine Herausforderung an. Willkommen, Spieler, zu einer weiteren Runde des unterweltbekannten Sargball-Kartenspiels. Der erste Spieler, der den Grabstein erreicht, hat gewonnen. Der bessere Wert gewinnt die Runde. Prim, du bist dran. Wähle einen Wert. Ein großartiger Zug. Prim, du bist dran. Unschlagbar. Prim, du bist dran. Oh, das tut weh. Thanatos, du bist dran. Gekontert! Prim, du bist dran. Ein großartiger Zug. Prim, du bist dran. Oh, das tut weh. Thanatos, du bist dran. Ein großartiger Zug. Thanatos, du bist dran. Unschlagbar! Tanak! Gekontert! Prim, du bist dran! Unschlagbar! Prim, du bist dran! Ein großartiger Zug! Prim, du bist dran! Unentschieden! Prim, du bist dran! Ein großartiger Zug. Prim gewinnt.
Hier, deine Belohnung. Wow. Du taktierst gerissen, Prim. Ich empfand unser gemeinsames Spiel als zufriedenstellend. Okay, das wird mir jetzt eindeutig zu seltsam hier. Ich muss gehen. Hey, Bruderherz, warum ziehst du denn immer noch so ein Gesicht? Sie spielt mit dir. Also wenn das kein Fortschritt ist, dann weiß ich auch nicht. Du bist kurzsichtig wie immer, Keres. Ich bin mir sicher, sie brauchte nur die Karte, wofür auch immer. Kannst du es ihr verdenken? Was? Dass sie nicht bei dir sein will. Ich meine, hast du dich jemals wirklich dafür interessiert, was sie mag? Sie ist eine Teenagerin. Sie mag gar nichts. Erinnerst du dich daran, als Vater dir deine allererste schwarze Robe geschenkt hat? Findest du es nicht ironisch, dass du mich über das Erinnern belehrst? Erinnerst du dich oder nicht? Ich habe sie gehasst. Ich wollte neue Badekleidung. Jede Nacht bin ich im Acheron geschwommen. Aber Vater hat es nie bemerkt. Genau. Wo gehst du hin? Ich muss Nachforschungen anstellen. Oh nein. Hoffentlich findet er nichts über unseren Plan heraus. Okay, ich hab die Glitzerkarte. Aber was jetzt? Ich denke, ich habe da eine Sackballkarte, die dich interessieren könnte. Sie ist es wirklich? Die ultra seltene Firebox-Karte, limitierte Edition mit holographischer Oberfläche und Fehldruck beim Stärkewert. Hast du jemals etwas Schöneres gesehen? Ich habe eine Weile gebraucht, um sie zu gewinnen. Bestimmt macht sie dein Deck unbesiegbar. Mein Deck? Nein, nein. Ich spiele doch nicht mit den Karten. Ich sammle sie. Ich vakuumiere sie in Folie und dann stelle ich sie in meine Vitrine. Und da bleiben sie, sodass ich mich Tag für Tag an ihrem Anblick ergötzen kann. Und ich dachte, das, was Thanatos macht, ist seltsam. Oh, und bevor ich's vergesse, hier, nimm diese normale Firefox-Karte. Ohne eine würde dein Deck furchtbar nackt aussehen, nicht wahr? Danke. Also, nimmst du mich jetzt mit deinem Boot mit? Natürlich. Spring einfach in meine kleine Barke hinter der Hütte, wenn du bereit bist. Ich bin soweit. Lass uns rausfahren. Perfekt. Bin gleich da. Stört es dich, wenn ich schnell noch in etwas Bequemeres schlüpfe? Mit Robe rudern fällt mir etwas schwer. Tu dir keinen Zwang an. Ah, viel besser. Okay, das habe ich nicht erwartet. Ja, die meisten Leute finden mein wahres Ich eher enttäuschend. Oh, nein, das meinte ich nicht. Ich war nur überrascht. Wie alt bist du? So alt wie der Fluss, auf dem wir fahren. Also ziemlich. Aber ich altere nicht. Ich war schon immer so. Und warum verkleidest du dich als riesiger Typ mit lächerlich kurzen Armen? Weißt du, das ist einfach das, was die Leute bei einem dunklen Fährmann erwarten. Nicht so einen kleinen Zwockel. Ich weiß nicht. Ich finde, der kleine Zwockel passt besser zu dir. Oh, danke. Die limitierte Edition mit Extraglanz. Ich kann es immer noch nicht glauben. Die anderen Sammler im Forum werden so neidisch sein. Jeder braucht ein Hobby, schätze ich. Schon klar. Das muss seltsam auf dich wirken. Wie die meisten unserer Unterweltbräuche wahrscheinlich. Eigentlich sind nicht alle von ihnen total blöd. Oh, wirklich? Was ist mit dir, Miss Reaper? Was ist dein Ding? Du meinst ein Hobby? Ja. Keine Ahnung. Ich glaube, ich hab sowas nicht. Kein Hobby? Kann nicht sein. Jeder mag doch irgendetwas. Naja, ich dachte, ich versuche es mal mit Fotografieren.
Meine Mutter mochte das sehr. Die Kunst, Momente für immer zu konservieren, sie unsterblich zu machen. Ich selbst war nie ein großer Fotograf, aber ich respektiere das Handwerk. Wovon würdest du Bilder machen wollen? Zentauren beim Dressurreiten? Wie wäre es mit einem Porträtband mit allen Köpfen der Hydra? Ich kann nicht. Ich hatte eine Kamera, aber sie ist kaputt gegangen. Oh, tut mir leid, das zu hören. Hier unten an eine neue zu kommen, wird schwer werden, fürchte ich. Was war das für ein Geräusch? Die Seelen. Was flüstern sie? Ihre letzten Worte auf Erden. Außer ihren eigenen Namen ist das alles, was sie noch sagen können. Hör ruhig ein wenig zu. Manchmal ist das ziemlich aufschlussreich. Ich glaube nicht, dass das giftig ist. Aus dieser Distanz könnten sie nicht mal einen Elefanten erschießen. Die ganze Familie ist ja hier. Habe ich Geburtstag? Du bist wunderbar. Ich bin von allem so gelangweilt. Ein letzten Drink, bitte. Bitte, verlass mich nicht. Endlich sehe ich Mutter wieder. Ich habe keine Angst. Ich habe Angst. Der Vorhang fällt. Ich verbeuge mich. Applaus ertönt. Standing ovations. Das Stück ist vorbei. Was eine Nacht. Wir hatten einen guten Lauf, nicht wahr? Und jetzt? Treiben wir hier einfach noch etwas herum und fahren dann wieder zurück? Nein. Charon, ich muss dir da noch was sagen. Aber versprich mir, dass du Thanatos nichts davon erzählst. Hätte ich Lippen, sie wären versiegelt. Ich suche nach einer Seele. Er ist ein Freund von mir. Ich muss ihn finden und ihn mitnehmen. Oh, okay. Das ist ein ungewöhnliches Vorhaben. Technisch gesehen ist es nicht verboten. Normalerweise interessiert sich nur niemand für die verlorenen Seelen. Aber kannst du ihn finden? Ich? Nein. Aber ich kenne jemanden, der es kann. Prim, ich nehme dich mit zum Flussungeheuer. Das Flussungeheuer? Das klingt nicht wirklich einladend. Nein, sie ist echt voll okay. Ein wenig übermotiviert vielleicht, aber das wirst du ja merken, wenn du sie triffst. Ihr Name ist Bella. Okay. Das Ballettensemble des Flusses Styx lädt sie ein zu einer Nacht voller Liebe, Liedern und Lügen. Und da ist sie schon. Und kommt schon, Leute, hört auf! Nein, 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 nein! Wie kann ich sie nur zur Vernunft bringen? Kommt schon, das reicht. Genug Rumtoberei. Würdet ihr euch bitte endlich beruhigen und mir zuhören? Meine Pfeife, du hast sie zurückgebracht. Jetzt kann ich diese Unruhestifter endlich unter Kontrolle bringen. Ihr habt den Pfiff gehört, Leute. Jetzt entspannt euch bitte. Na endlich. Was eine himmlische Ruhe. Versteht mich nicht falsch. Die Seelen haben sich etwas Rumtollerei nach der Ballettstunde verdient. Aber ich denke, das war doch etwas zu viel des Guten. Meint ihr nicht? Wenn du das sagst. Ich bin übrigens Eureale. Aber du kannst mich Bella nennen. Hi Bella, ich bin Prim. Oh, und hallo auch Charon. Bella? Wir haben dich am Donnerstag im Spinning-Kurs vermisst. Ich war etwas erkältet. Oh, wie schade. Aber du siehst gar nicht erkältet aus. Es geht mir schon viel besser.
dank täglicher Spektralinhalation. Das freut mich. Dann sehen wir uns ja nächsten Donnerstag, hm? Ich habe deine Schwester im Brunnen getroffen. Ich weiß. Ich muss bei meinem letzten Besuch bei ihr meine Trillerpfeife verloren haben. Danke, dass du sie mir zurückgebracht hast. Also, lass mich raten. Maddie war super nett zu dir und hat dich zu mir geschickt, um mich zu überzeugen, ihr ihre Bürste wiederzugeben. Richtig? Wie hast du... Ich kenne meine kleine Schwester. Sie würde alles tun, um aus dem Gefängnis zu entkommen, in das ich sie gesteckt habe. Du hast sie da unten eingesperrt? Zusammen mit Athene und den Mäuren. Glaub mir, es war das Furchtbarste, das ich jemals tun musste. Aber es war notwendig. Ich besuche sie so oft ich kann und irgendwann wird sie wieder frei sein. Aber noch ist sie nicht so weit. Sie versteht immer noch nicht, dass das, was sie getan hat, falsch war. Sie redet sich immer noch ein, sie hätte es nur Athene zu Ehren gemacht. Was hat sie denn getan? Sei mir nicht böse, aber wir haben uns eben erst kennengelernt. Und ich möchte nicht meine gesamte dunkle Familiengeschichte vor dir ausbreiten. Bitte versteh das. Gut. Nur so viel. Wenn du meiner Schwester jemals in freier Wildbahn begegnest, schließ deine Augen so schnell du kannst. Sehr kryptisch. Ich nehme an, ich bekomme die Bürste also nicht? Hast du mir gerade zugehört? Okay, okay. Mist. Also bist du das Flussungeheuer? So nennen sie mich dieser Tage. Sehr schmeichelhaft, nicht wahr? Aber sorg dich nicht um mich. Wenn ich ehrlich bin, kann ich schon verstehen, wie sie darauf kommen. Doch ich muss selbst vorleben, was ich den Leutchen in meinem Body Positivity Kurs immer sage. Stehe zu dir selbst, sei einzigartig und wundervoll. Ich zum Beispiel bin eine Entertainerin. Ich liebe es, Leute zu unterhalten und aufzuheitern. Das ist etwas, das ich an mir selbst schätze. Was liebst du an dir, Prim? Ich habe keinen Schimmer. Ich glaube nicht, dass ich da irgendetwas liebe. Das kann nicht stimmen. Ich bin mir sicher, du findest etwas. Tanzende Hände? Was soll das alles? Oh, das ist nur unsere Ballettgruppe. Ja, aber sollten diese verlorenen Seelen nicht ziellos und stöhnend im Fluss umhertreiben oder so? Das ist doch genau der Punkt. Diese armen Seelen haben einfach nichts zu tun. Gar nichts. Nada. Für immer. Also bringst du ihnen Ballett bei? Ballett, Töpfern, kreatives Schreiben, alles Mögliche. Solange ist die Ewigkeit für sie ein klein wenig weniger, ewig macht. Weißt du, ich sehe mich selbst als eine Art Sozialarbeiterin. Ich schwimme durch den Fluss und frage sie einfach, was sie mögen. Und wenn ich kann, mache ich es möglich. Aber sie können doch nicht sprechen, oder? Prim, sei nicht so kleingeistig. Sprechen wird überbewertet. Die Kunst ist die Sprache des Herzens. Ich suche die Seele eines Freundes. Kannst du mir dabei helfen? Klar doch. Erzähl mir von ihm. Also, sein Name ist Tristan. Aha. Geht das etwas genauer? Also, er hat furchtbare Angst vor Kakerlaken und glaubt, dass sie als eine Art Geheimgesellschaft die Welt aus dem Untergrund heraus regieren. Er isst seine Cornflakes mit Saft, nicht mit Milch, was absolut ekelhaft ist. Und er kaut an seinen Zehennägeln. Ups, vergiss das Letzte. Das war ein Geheimnis, das ich nicht weitererzählen sollte. Ihr standet euch ziemlich nah. Habe ich recht? Er ist mein bester Freund. Lass mich nachdenken. Ziemlich dürres Birschchen, dunkle Haare, ein Hörgerät und eine kaputte Brille. Das ist er! Ja, den habe ich gesehen. Kam erst vor kurzem hier an. Er hängt noch ziemlich an seinem alten Leben und war bislang noch für keine meiner Angebote zugänglich. Aber ich glaube, ich weiß, wo ich ihn finden kann. Einen kleinen Augenblick, bitte. Ich rufe ihn schnell. Maddies Bürste. Sie ist in Bellas Bauchtasche. Hab ihn. Wow. Das war schnell. Tristan! Sei nicht enttäuscht, Prim. Aber er kann dir nicht antworten. Stimmt ja. Nur seine letzten Worte und seinen Namen, richtig? Ich hätte da eine ungewöhnliche Bitte. Raus damit, Kleine. Kann ich seine Seele mitnehmen? Nur für ein paar Tage. Ich würde so gerne noch etwas Zeit mit ihm verbringen. Das ist in der Tat ungewöhnlich. Ich weiß nicht.
Ich glaube, theoretisch ist es den verlorenen Seelen nicht verboten, an Land zu gehen, wenn sie dazu eingeladen werden. Normalerweise tut das nur keiner. Weißt du was? Tu es. Verbring noch ein wenig Zeit mit deinem Freund. Natürlich. Gut. Wie kann ich... Oh, streck einfach deine Hand aus. Diese Geste zieht sie an. Er wird dann einfach hineinschweben. Gut. Ich hab dich, Triss. Du wirst sehen, in 0, nichts bist du wieder der Alte. Was war das? Ach, nichts. Jetzt habe ich die Seele. Aber wie krieg ich die Bürste? Ich denke nicht, dass sie ein Geheimnis hat, das ich enthüllen könnte. Hey, du! Wie heißt du? Max Mustermann. Wer hätte das gedacht? Und wie ist dein Name? Erika Musterfrau. Und wer bist du? Sophia Fischer. Wie heißt du? Alfred Blaine Charles David Earl Frederick Gerald Hubert Irving John Kenneth Lloyd Martin Nero. Von inzwischen sternartig Raum Senior. Wow. Dein Ausweis muss ausklappbar gewesen sein. Und wer bist du? Maximilian Schmidt. Wie heißt du? Mia Schulz. Und wie heißt du? Jonas Müller. Wie heißt du? Emma Weber. Wie heißt du? Leon Wagner. Es klingt, als würden sie sich gerade vorbereiten. Das Ballettensemble. Ziemlich beeindruckend. Tristan hat mal Wasserballett gemacht, als er klein war. Nachdem er dafür gesorgt hatte, dass die gesamte Gruppe fast ertrinkt, musste er aber aufhören. Hi, Bella. Hi, Prim. Meinst du, ich könnte noch mit einer anderen Seele sprechen? Oh, okay. Warum nicht? Wen soll ich für dich rufen? Ich suche... Alfred Blaine Charles David Earl Frederick Gerald Hubert Irvin John Kenneth Lloyd Martin Nero. Von hinzwischen sternartig Raum Senior. Oh, den kenne ich. Lauf nicht weg, Prim. Das dauert einen Moment. Von hier aus komme ich nicht ran. Lupschi, holst du mir die Bürste? Hab sie. Na, ich hoffe mal, dass ich hier das Richtige tue. Prim, er kennt dich auch nicht. Langsam glaube ich, du spielst mir hier einen Streich, junge Dame. Ja, da hast du mich jetzt wohl voll erwischt. Kleine Scherzchen waren schon immer mein Ding. Doch du hast mich überführt. Ich muss jetzt los, Bella. Oh, jetzt schon? Ja, ich komme sonst zu spät zum Essen. Tschüss. Tschüss. Ich glaube, wir sind hier fertig, Charon. Na dann. Was ist denn jetzt mit mir los? Was meinst du? Ich kann es nicht genau beschreiben. Ich fühle mich leichter, sorgloser. Ich fühle mich... glücklich? Ja, ich glaube, das ist es. Wir nähern uns Elysium. Darum geht es dir so. Dieser Ort hat eine besondere Wirkung auf die, die sich ihm nähern. Wir fahren nach Elysium? Du hast die Rundfahrt gebucht, also bekommst du auch die Rundfahrt. Und es ist die einzige Route, die ich kenne. Werde ich meine Mutter sehen? Nein, tut mir leid. Wir können in Elysium nicht anlegen, also fahren wir nur am Ufer vorbei.
Deine Mutter verbringt die Ewigkeit in dieser schillernden Stadt am Horizont. Wir können sie nur aus der Ferne betrachten. Oh, aber kann sie mich von dort aus sehen? Ich weiß es nicht. Vielleicht. Aber selbst wenn sie es könnte, wir würden es nie erfahren. Wow. Okay, das ist cool. Nicht wahr? Ich habe den Turm so viele Male bewundert und doch haut er mich immer wieder um. Bist du bereit, zum Hafen zurückzukehren? Noch ganz kurz, bitte. Klar. Ich weiß, dass du mich sehen kannst. Wie hieß deine Mutter nochmal? Morwen. Morwen, ja. Ich erinnere mich an sie. Hab sie vor einer Weile über den Fluss hierher gebracht. Sie war ziemlich nett und lustig. Wie hat sie sich gefühlt? Hatte sie Angst? Hatte sie Schmerzen? Sie war ruhig wie der Fluss an einem Montagmorgen. Wir haben ein wenig geplaudert, auch über dich. Und dann hat sie ziemlich unangemessene Witze gemacht. Ja, das ist Mom. Aber im Großen und Ganzen schien sie felsenfest davon überzeugt, dass es dir gut gehen würde. Dass du und dein Vater zurechtkommen würdet. Okay, ich bin bereit. Lass uns gehen. Danke, Charon. Kein Problem, Prim. Ich bin froh, dass ich dir helfen konnte. Hoffentlich verpetzt Charon mich nicht. Es ist schon spät. Ich sollte zurück zu Thanatos gehen, bevor er Verdacht schöpft. Prim, kann ich dich kurz sprechen? Okay. Soeben kehrte ich vom Hafen zurück, wo ich den Fährmann traf. Er erzählte mir von eurer Begegnung und sagte mir etwas, über das ich mir Gedanken gemacht habe. Mist. Charon, du Petze. Mir ist bewusst, dass mein Geburtstagsgeschenk deinen Geschmack nicht gänzlich getroffen hat. Was? Also dachte ich, ich versuche es noch einmal. Diesmal glaube ich, etwas gefunden zu haben, das eher deinem Interesse entspricht. Meine Kamera! Nein, es ist meine Kamera. Deine Mutter schenkte sie mir einst. Jedoch habe ich sie nie benutzt. Sie sieht genau wie die aus, die sie mir geschenkt hat. Das stimmt. Charon erzählte mir von deinem Wunsch, das Fotografieren zu lernen. Und da deine Kamera zerstört wurde, als ich dich... Wie auch immer, da dachte ich, du würdest dich hierüber freuen. Das tue ich. Danke. Ich werde dich nun mit deinem neuen Spielzeug alleine lassen. Die Pflicht ruft. Mögest du Vergnügen finden beim... Das war... Moment. Sehe ich wirklich so aus? Gib sie her. Es tut mir leid, ich wollte nicht... Hey! Guter Schnappschuss. Anscheinend bin ich eher zum Fotografen berufen als zum Modell. Ich weiß nicht. Knöchrig genug bist du ja. Touché. Warte, ich habe eine Idee. Wenn du mitmachen willst. Ich weiß nicht. Wird es lange dauern? Vielleicht. Dann kann ich es nicht tun. Ich darf die ankommenden Seelen nicht unbeaufsichtigt lassen. Oh, okay. Komm schon, Bruder Herz. Ich behalte alles im Auge und sobald ich auch nur die kleinste Seltsamkeit beobachte, rufe ich dich zur Hilfe. Wenn du mich wirklich unverzüglich zur Hilfe rufst. Unverzüglich. Dann denke ich, können wir es wagen. Na dann, los geht's.
Sieh mal, wie Cerberus aussieht. Einer seiner Köpfe ist wirklich fotogen. Du hättest ihn mal als Welpen sehen sollen. Das hat in der Tat Spaß gemacht. Ich habe nie ganz verstanden, was deine Mutter an der Fotografie fand. Wo liegt der Sinn bei dem Versuch, Momente festzuhalten, wenn sie doch letztendlich nicht von Dauer sind? Sind diese eingefrorenen Momente nicht nur eine Erinnerung daran, dass alles irgendwann endet? Ich weiß nicht. Als sie noch lebte, konnte ich das auch nicht verstehen. Um ehrlich zu sein, war ich oft genervt davon. Sie hatte die Kamera immer und überall dabei. An meinem ersten Schultag, auf Ausflügen, selbst wenn ich zum Zahnarzt musste. Aber nachdem sie gestorben war, waren diese Bilder auf einmal die einzige Möglichkeit, ihr Gesicht zu sehen. Wenn ich sie ansah, tat das weh. Aber irgendwie auf eine gute Art. Macht das irgendwie Sinn? Ich denke schon. Ich will dir etwas zeigen. Wo sind wir hier? Das ist die Welt zwischen Leben und Tod. Wenn die Menschen sterben, kommen ihre Seelen zunächst hierher. Die meisten von ihnen finden nach einer Weile dann selbst den Weg ins Totenreich. Aber einige tun das nicht. Es ist meine Aufgabe, ihnen rechtzeitig den Weg zu weisen, sodass sie nicht hier gefangen bleiben. Und warum hast du mich hierher gebracht? Hast du gewusst, dass deine Mutter fast gestorben wäre, als sie jünger war? Nein! Ein Unfall. Sie war schwer verletzt. So lernten wir uns kennen. Ich kam hierher, um ihre Seele zu begleiten. Aber das Leben fand seinen Weg zurück zu ihr. Menschen mit Nahtoderfahrung vergessen meist, dass sie mich getroffen haben. Aber Morwen tat das nicht. Und genauso wenig konnte ich sie vergessen und wie sie mich angesehen hatte. Nicht mit Angst, nicht mit Abscheu. In ihren Augen war etwas anderes. Etwas, das ich nicht gekannt hatte. So entschloss ich mich, sie erneut zu treffen. Gegen jede Regel. Aber wo konnten wir zusammen sein? Ihr habt euch hier getroffen. Ja. Woher weißt du das? Ich kann es fühlen. Dieser Ort ist erfüllt von ihr. Sie war hier glücklich. Das waren wir beide. Als deine Mutter schwanger wurde, wollten wir eine Familie sein. Und warum ging das nicht? Siehst du diese Schatten an der Wand? Ja, was ist damit? Außer deiner Mutter habe ich noch niemandem davon erzählt. Ich war so fokussiert auf Morwen und auf dich. Ich war so abgelenkt, dass ich für einen Tag, nur für einen einzigen Tag vergaß, ihnen den Weg zu weisen. Und so war es für diese Seelen zu spät. Sie wurden Schatten, die für immer hier gefangen sind. Als ich bemerkte, was geschehen war, wozu meine Selbstsüchtigkeit geführt hatte, entschied ich, mich niemals wieder so ablenken zu lassen. Also trennten deine Mutter und ich uns, denn ich wusste, ich könnte niemals der Tod und ein Vater sein. Das tut mir leid. Das muss echt hart gewesen sein. Aber jetzt gerade bist du beides. Ich muss dir da noch etwas erzählen. Nur zu, Prim. An meinem Geburtstag, als du mich in meinem Zimmer eingeschlossen hattest, da... Ja? Ach, es ist nichts. Bist du sicher? Ja. Können wir jetzt gehen? Es ist schon spät und ich bin müde. Wie du willst. Na, wer ist denn da von den Toten erwacht? Guten Morgen, Sargnägelchen. Morgen. Wo ist... Der dunkle Lord der Verdammnis? Seelen ernten, seinen Job erledigen, seine Schwester ignorieren, die ihm helfen könnte. Das Übliche eben. Süße, du siehst aus, als hättest du kein Auge zugedrückt. Ich habe immer noch keine Ahnung, wie ihr hier schlafen könnt. Tag, Nacht. Es sieht hier immer gleich aus. Wir folgen unserer inneren Uhr, Kleines. Hast du gestern den ganzen Abend mit deinem Vater verbracht? Ja. Ich hasse es ja, es zuzugeben, aber es war nicht so schlecht. Eigentlich hat es sogar Spaß gemacht. Das klingt doch gut. Caris, bist du dir sicher, dass wir ihm nicht von Tristan erzählen sollten?
Vielleicht kann er uns ja helfen. Ich halte das immer noch für keine gute Idee, Liebes. Thanatos mag eine Schwäche für dich entwickeln. Das heißt aber nicht, dass er seine Prinzipien über den Haufen werfen würde. Oh. Wo wir gerade davon reden, wie kommst du mit deinen Aufgaben voran? Ich glaube, ich bin auf einem ganz guten Weg. Wenn du Hilfe brauchst, frag mich einfach. Uns läuft die Zeit davon. Wenn wir bis zum Abend nicht alles zusammen haben, könnte es zu spät sein. Oh.